Also unsere beiden Eltern sind beide Musiker und das wurde uns praktisch in die Wiege gelegt. Und Und wir machen das macht das. eigentlich unser ganzes Leben lang schon. Also es gab jetzt nicht irgendwie einen Punkt, an dem es angefangen hat. Man kommt auch irgendwie nicht dran vorbei. Also bei uns zu Hause ist es halt durchgängig Musik und ja. Die Mama Sopranistin, der Papa Pianist, beide mit langjähriger Bühnenerfahrung. Aber bei so einem Auftritt wie vergangenen Sonntag schüttelt es selbst die erfahrensten Musiker vor Emotionen durch. Ich habe nicht damit gerechnet, wie mich selber, der ich nun, wenn ich selber auf die Bühne gehe, das im Griff habe, nervös zu sein. Aber wie sehr ich da als Beifahrer quasi mit den Kindern mitfieber. Und es hat mich auch überrascht, wie stark mich das berührt hat, was meine Kinder da auf der Bühne gemacht haben. Der Meinung waren auch die Jurymitglieder, die sich allesamt umgedreht haben. Quasi das Ticket für die nächste Runde. Für die haben sich die Schwestern für das Team des Country-Duos The Boss Hoss entschieden. Eine keinesfalls ungewöhnliche Wahl. Also erstmal mögen wir deren Musik am meisten von den Coaches. Also die andere Musik von den anderen Coaches ist natürlich auch super, aber das entspricht so ein bisschen mehr unserem Musikgeschmack. Und außerdem fanden wir es richtig cool, dass die auch zu zweit sind und Erfahrung haben, wie man als Duett auftritt und sowas. Und deswegen war das, glaube ich, die sinnvollste Variante. Die sogenannten Battles, also die nächsten Ausscheidungsrunden, starten Anfang April. Bis dahin dürfen die beiden Gesangstalente den gleichen Sachen nachgehen wie andere in ihrem Alter, nämlich Schul- und Hausarbeiten.